Herzlich willkommen. Unboxing, fast Unboxing für Minder oder beziehungsweise Hein Mück aus Bremerhaven. Ich nenne ja immer gerne Minder Hein Mück aus Bremerhaven. Dazu komme ich später. Wie ihr vielleicht wisst, mein Name ist Gabriele von Wolleholika. Wolleholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven und wir machen Bremerhaven bunter. Wir, Wolleholika, gehören zu den 50 offiziellen Influencern in Bremerhaven und die beiden Mädels, Verena und Uta, ebenfalls. Ich fand ihre Sachen so toll, aus dem Grund habe ich Kontakt mit ihnen aufgenommen. Nicht nur Kontakt, denn mittlerweile kaufe ich verschiedene Dinge, die auch im Wolleholika Shop erhältlich sind, bei den beiden Mädels. Beispielsweise unsere, das zeige ich heute nicht, weil es ist ja ein Unboxing. Unsere Utensilios oder Projekttaschen, die ihr im Wolleholika Shop unter www.wolleholika.de Shop findet. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Jetzt machen wir mal so ein Unboxing. Ich habe natürlich meinem Neugierdrang nicht widerstehen können und habe das Paket schon aufgenommen. Der Karton ist schon entsorgt. Ich trage auch schon kleine Ankerohrringe und hier so ein, ich glaube, das ist ein Paracord, so ein richtige, wenn man segelt, so ein richtige Segelschnur am Arm. Aber ich tue mal so Unboxing, als ob. Kartonage. Der Karton, meine Bestellung kam tatsächlich im Karton, schön in Seidenpapier eingewickelt. Darum habe ich das hier auch gemacht. Raschelt. Ich glaube, es war rosa. Und jetzt schauen wir uns die Sachen mal an. Waren jede Menge Sachen drin, beispielsweise auch diese Hein-Mück-Aufkleber. Hein-Mück Bremerhaven. Hein-Mück ist so ein Wahrzeichen von Bremerhaven und die beiden Mädels, Verena und Uta, hatten sich das mal zur Aufgabe gemacht, diesen Hein-Mück, der ja, ich nenne es mal historisch etwas designtechnisch veraltet war, auf moderneres Style zu heben. Und daraus ist beispielsweise das hier entstanden. Im Moment verschicke ich hin und wieder diese Hein-Mück-Aufkleber im Online-Shop oder aber gebe das den Kunden im Wolleholika-Laden in der Hafenstraße 37 in Bremerhaven bei ihren Bestellungen in den Tüten mit. Jedenfalls war in meinem Paket auch so ein Hein-Mück Bremerhaven Aufkleber. Dann, da ist alles Mögliche drin. Die verschicken alles liebevoll eingepackt. Wenn da ein leeres Döschen bei rauskommt, dann habe ich das einer Frau. Das da mit dem liebäugel ich schon die ganze Zeit, habe mich aber nicht getraut, das hier von der Karte zu machen. Das ist so ein Armband mit so einem kleinen Silberschmuck-Seeschiffchen. Ihr seht hier auch, das ist www.meindirnmeinmädchen.com. Manchmal braucht das Herz eine große Portion mehr. Und dieses Armband lässt sich mit diesen verschiebbaren speziellen Knotentechnik an jedes Armband dran bamseln. Ich probiere das mal. So komme ich nicht durch. Aber wenn ich die beiden so ziehe und dann hier wieder zu, ja, toll, live.
hier wieder so zuziehe, also wenn, dann, wo ich die zweite Person, ich habe das so weit aufgemacht, dann habe ich hier so ein, na, andersrum, so ein süßes kleines Segelschiffchen am Arm. Das da wird in jedem Fall ein Geschenk für eine Person, die mir am Herzen liegt. Pack das hier mal wieder anständig drüber. Und nächstes, dann wollte ich schon längst benutzen. Das ist auch so ein Tau. Genau, Tau, das Wort hat mir gefehlt. Tau. Von der Segelei. Ich bin ja so ein Landei. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Und das wollte ich schon längst als Schlüsselanhänger benutzen, weil da ist auch so ein schicker Seestern dran. Und in dem Online-Shop gibt es alle möglichen Farben. Aber da ich Mädchen bin, logischerweise was mit Rosa, kann ich jetzt endlich mein Schlüsselbund da dran machen. Und da ist hinten, weiß nicht, ob man das sehen kann, das spiegelt wahrscheinlich, hier ist Heimathafen aufgeprägt und hier ist Blanko Silber. Also auf dem Silbernen ist Heimathafen aufgeprägt. Das wird mein neuer Schlüsselanhänger werden mit dem Seestern, der ja auch so ein bisschen Glück bringen soll. Dann habe ich noch bestellt, pass mal auf, denn ja alles so ein bisschen maritim, da gibt es Tütchen in Rot-Weiß Streifen, Blau-Weiß Streifen. Da, ich weiß, was drin ist, ist eine Kette mit einem kleinen, natürlich maritimes aus Bremerhaven. Manchmal braucht das Herz eine große Portion mehr. Mien Dirn, Schmuck und Schönes. Und da ist so eine Kle so ein kleiner Oktopus. Weil ich so ein Landei bin, weiß ich natürlich nicht, ob es Kraken oder Oktopus hier an der Küste in Bremerhaven gibt. Aber ich fand das Teil sehr stylisch. Besonders auch, weil ich heute so einen schlichten Pullover trage. Und deshalb habe ich vorher auch geguckt. Und klemm mir das Ding. Guck. Auf die direkt um. Kleiner Oktopus erhältlich bei Mindern. So, und dann habe ich mir viele, viele kleine Sachen bestellt, die ich total cool fand. So, was braucht Mädchen denn? Schmuck natürlich. Und die kamen alle in so kleinen Döschen. Da steht immer Mindern Schmuck aus Bremerhaven drauf. Und jetzt fangen wir mal an. Das andere habe ich weggelegt, weil das trage ich schon. Mindern Schmuck und Schönes. Und da ist drin, kann ich jetzt nicht mehr umhängen, aber da ist drin noch so eine kleine Stempelkarte. Da ist ein Anker drauf gestempelt. In so einem wunderschönen Türkis mit einer meiner türkisfarbenen Kette und jetzt hat sich das verhakelt natürlich, weil ich schon vorher drin rumgestöbert habe. Mit einem, ich hab's gleich. Ich muss nicht auf Pause drücken, ich hab's gleich. Mit einem kleinen Seestern, die weiß ich, dass es die hier gibt, weil die habe ich selber schon gefunden am Strand. Mit so einem kleinen Seestern und einem Cabochon. Gleich. Sekunde.
Ich schneid's auch nicht aus dem Video. So. Ist das nicht hübsch? Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist genau das Segelschiff, das auch hier drauf ist. Also lässt sich hervorragend in Kombination tragen. Das klemme ich mir jetzt nicht um, weil ich nicht so behängt aussehen möchte wie so ein kleiner Tannenbaum. Also das habe ich mir noch gegönnt. Das Segelschiffchen mit türkisgrünem, kann man das sehen? Türkisgrünem Hintergrund mit einem Seestern. Kannst du bestellen und bequem verschenken, weil das ist total niedlich verpackt. Da ist nichts drin. Da auch nicht. So. Hier sind noch ein paar Ohrringe drin. Ein paar Trageschuhen. Hier ist natürlich auch der gestempelte Anker auf dem türkisen Papierchen drin. Und Handmade with Love, Mindern. Ein paar Ohrringe, wo drauf steht Küstenkind. Blau, türkis. Passen heute auch perfekt zu meinem Look. Cabochons. Die gibt es auch. Also Hand, angehängt als Cabochons und so Handkettchen und Fußkettchen und alle möglichen. Auch in so einem kleinen schnuffligen Döschen. Jetzt nehme ich mal das da. Da ist nichts drin. Hier ist ein Anker. Ups. Ein Anker drin, der ist ein bisschen größer. Gestempelt auf so einem dunkelblauen, kleinen, runden, ausgestanzten Papierchen. Und da ist dieses Armband dran. Das ist auch so, um so Segel zu hissen, so, wie habe ich gesagt, wie das heißt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ein Armband. Gibt es drei unterschiedliche Größen, S, M und L. Hier, ich habe ein S. Mit einem Magnetverschluss und da ist so ein kleiner Anker eingeprägt. Ich hoffe, man kann das sehen. Gibt es in vielen verschiedenen Größen, aber weil ich das ja vielseitig tragen möchte und weil das nicht so weit sein soll, ist das ein S-Teil. Geht zu. Dann liegt das eng am Handgelenk, rechts oder links oberhalb der Uhr. Wenn es ein bisschen fluffiger getragen werden soll, hätte ich mir ein M bestellen müssen. Aber das da passt zu all meinen Mädchensachen, weil da halt alle Farben drin sind. Es sind so die Farben des Regenbogens. Das war da drin. Dann bin ja Mädchen mit Glitzer. Da ist natürlich auch wieder so ein Stempelpapierteilchen drin. Habe ich mir groß ein Kettchen. Oh. Ich hätte das vorher nicht alles anziehen sollen. Warte. Das kommt davon, wenn man neugierig ist. Warte. So, jetzt. Ist noch ein Knoten. Ah ja, alles klar. Ist so ein. Guck mal. Ein rosa Glitzersteinchen. Wie heißen die? Swarovski. Mit einem kleinen silbernen Anhänger und einem Silberkettchen.
Dann kann man sich das, ich habe mir das ausgesucht, ein bisschen enger um Hals, kann man sich da, das hänge ich jetzt um, kann man sich das da so um Hals legen und hat den Anker und das Glitzersteinchen schon dran. Ich habe nämlich so ähnliche Ohrringe, dann passt das richtig gut zusammen. So, jetzt kommt das letzte Döschen, in dem nichts mehr drin ist, weil die Anker Ohrringe, die habe ich hier schon dran. Guck mal, ich mache hier mal einen ab. Hatte ich bei letzten Videos schon an. So lange will ich dieses Video aufnehmen. Das sind so, ich hoffe, man kann das sehen. Das sind so klitzekleine Anker, Silber. Ich habe so eine kleine Nickelallergie, da ist noch nie was passiert. Ich piek's das jetzt mal auch hier drauf. Zumindest einer. Und dann könnt ihr die sehen. Und wenn ich, also ich habe in jedem Ohr zwei Ohrlöcher. Wenn ich in dem einen Loch den Anker trage, in dem anderen Loch die kleine Hängekreole mit dem rosa Glitzersteinchen, passt das wunderbar hier zu diesem Teil. Das ist quasi mein rosa Glitzersteinchen mit dem Anker und den Ankerohrringen. Das war's. Bremerhaven. Manchmal braucht das Herz auch eine große Portion mehr. Maritimes aus Bremerhaven hat mein Herz voll getroffen mit den Mädels, mit den beiden Mädels von Mindirn und oder Hein Mück aus Bremerhaven. Schaut euch mal in deren Online-Shop um. Ich habe den ja schon ein paar Mal verlinkt. Ich verlinke ihn euch auch hier unten in der Infobox wieder. Die ganzen Projekttaschen, die Wollaholika anbietet, genäht von einer Meisterin der Nähkunst. Also ein richtiger Handwerksmeistertitel kommt von den Mädels. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch eine maritime Zeit. Vielleicht demnächst im Wollaholika-Laden. Deine Gabriele von Wollaholika.